Das ist gespannt, jetzt gerade mal kommen. Im 66. Das darf man nicht. Ja. Geht? Ja, das stimmt ja, oder? Da liegt das Teil ins Meer. Das liegt ja an. Wie kriegen das alle miteinander? Das ist ja wurscht. Ich komme es nicht aus mit dem, wir kommen aus mit dem und aus. Meiner kommt aus mit dem. Er muss hier mal in der Schule mit meinen Eltern zu bauen, wenn man vor ihm wohnt. Und dann gleich Prüfbude waren. Ja, heute Fenster neu, Heizung neu, ich hätte alles neu. Was geht das? Die Waschmaschine kann ich wegschmeißen, oder? Er hat das gesagt, der Albert. Was? Das ist zu mir. Am Anfang hat er zu mir erzählt, das ist nicht so jetzt. Ja, und der kriegt ja alles jetzt so gut. Ist schon sehr gerecht. Ja, das ist jetzt auch nicht, macht unser Freund, der zappelt da noch den Ding. Die Waschmaschine kann er wegkommen. Sag, wenn du brauchst, halt kannst du auch. Ja. Die Kleine. Ja, unser Freund macht die Heizung. Und die Waschmaschine kann er wegkommen. Der Installateur. Er hat gesagt, er hat keinen Platz. Die Waschmaschine kann er wegkommen, aus dem Kompost der Weiner. Das dauert dann aber, bis er hergerichtet ist. Er hat gesagt, er hat keinen Platz. Sind Sie zu dritt? Sind Sie gut, glaubst du? Ja, nicht, ja. Sei um mich einkaufen. Dann sei ich weg. Ich bin der Mama, was zum Geburtstag. Aha. Und zwar ein Geil, weil ich schon. Nein, ich kann es gleich drehen, wenn es dasselbe. Was reizt denn so blöd? Aber stimmt, komm, Mama. Okay. Das stimmt ja nicht. Sicher. Wer kriegt das ganze Geld? Sie gibt es ja trotzdem, auch wenn es ihr nichts gibt, gibt es ihr. Ja, sie können es aber geben, was es hat, oder? Je mehr das hat, wie mehr gibt es. Ich habe jetzt 5 Karten überziehen, also du weißt ja nichts. Ja, ist er. Ich habe 11.000 Euro schon gespart, alles so. Ich habe 10.000. Ja, aber sie könnte jetzt eine kleine Wohnung nehmen. Die muss ja gar nicht in der großen bleiben. Das ist uninteressant. Du kriegst ja eine Wohnung. Ja, weißt du, Andrea? Oder was für dir drin wohnen? Er muss ja nicht da holen. Sicher mag ich so in der ganze kleine. Oder was bei dir drin wohnen können, eine Wohnung von der Gemeinde, wenn du es suchst. Wieso? Du kriegst auch Gemeindewohnung, oder? Du nimmst ein Zimmer mehr und wohnt bei dir. Der Dreh schon auszahlen? Ich darf doch ausziehen aus der Wohnung, überhaupt wie es ausschaut. Der Dreh schon auszahlen? Ja, sie hat auch gesucht am Gemeindewohnung. Na, ist schon weg. Da genau. Sie wohnt ja schon bei ihrem Freund schon lang. Ja. Und das andere alles mit Müllcontainer weggeführen. Was? Die alten Mädchen bringen auch nicht die kleinen Wohnungen im Stück. Du kannst ja 2 Zimmer nehmen. Du kannst ja auch 3 Zimmer nehmen. Ich auch gleich daher. Könnte auch von Wohnungen. Muss aber BSE drin genug. Und dann nimmst du ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Da in der rote. Ja klar, nehmen wir Samson in der rote Kiste drin. Ja, ich glaube, was noch ein Samson ist. Ich Wohnzimmer und wenn die Grenze kommt, 10, 20 Wurzelpapier. Echt, hast du das ausgeräumt? Ich weiß nicht, der Heinz soll ich hergeben. Normal, warte, ich bin mir so auf der Kopf. Hast du ausgeräumt alles? Ist der Kornfieter an einer Schule. Dort, wo die Münzen sind. Ja, der rote Labor. Ah, ist der gerade am Telefon. Der ganze Brief von euch. Ich sag jetzt 20 Euro, wo ich von dir. Nichts mehr rein, ja dann. Ja. Weiß nicht, wo die alle hin sind. Bei der sagt, 20 Euro, wo ich von dir. Bei dem auch.
schreiben kann. Ja, okay. So, jetzt 20 Euro. Ein Backup, ciao. Ah? Ah. Ja, hast du nichts vorgereicht. Wenn? Die 20 Euro gibst du mir ins Bein Mozigs. Ich habe dir 20 geschenkt da. Ah? Geschenkt da. Ich bin 20 Geschenkste und der andere 20 ist ja noch schuldig. Ja, super. Von Karli tue ich noch gar nichts. Da gibt es ja nur selber nichts. Das geht, 20 Euro schenkt er da und der andere verlangt so viel. Ich würde vorher haben, nur da, jetzt habe ich eine Folge, aber ich bin 20 Euro ist der Geburtstag geschenkt. Oh nein. 100 Euro. Ihr Buben seid ja alle ganz schwierig. Ihr seid ja auch so ein Vogel. Wenn sie nicht ein bisschen sponsern. Wenn der Dreher. Die Oma. Oder die Oma kriegt die Andrea. Das ist der Vogel, warum muss ich sie immer sponsern? Das ist der Vogel. Natürlich gibt es gleich den Dreher, das weißt du die Mutter. Die muss ja Zahlungen auch machen. Heiz im Tal und 800 Euro. Ich habe der Mama schon 50 Euro gegeben und du bist der Fähig, dass dir was gibt. Ich habe 6.000 im Minus. Wer? Ich. 6.000 Euro? 100.000. Wie viel Kohlen hast du? 100.000 Euro. Okay, wir haben schon Geld, haben wir reingeschaut. Und die vier Kinder. Wie viel Schulden hast du? Wie viel Kinder hast du? Wie viel Schulden 100.000. Wie viel ist das? 100.000 Euro. Das geht schon. 1,4? Ja, 1 Million. Ich muss am Lane 10.000 Zahlungen im Monat. 10.000 Euro. Nur Kredit? Nur Zahlungen. Ja. Ausgaben. Wie viel Ausgaben hast du? 10.000 Euro? Ja. Wie viel ist denn das? Na, 140.000. Ja, hast du das auf Ausgaben? Ja. Je mehr Ausgaben, was ich im Monat im Jahr krieg, ja. Im Monat. Na, bist du neisch? Das brauche ich, was ich da noch gegeben habe. Das rote für die Kinder. Das wird aber auch gut einholen. Das habe ich gestern eh bei ein bisschen was gekriegt. Und jetzt noch ein paar gegeben. Da waren 3.000. Ich bin gleich. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Nein, das gibt es, das tut dir weh im Hals, das rote. Das lenkt halt wirklich, ganz super. Für was ist das? Und wer passt auf? Wer passt morgen auf? Schlaft sie bei dir, die Oma? Wie heißt denn das? Das ist sehr schön. Hm? Katharina. Wie heißt denn das? Katharina. Jetzt sag ich da was. Wie heißt denn das? Kamera. Du hast das Ding. Ich geb da der Mama vor. Das Spiel? Ja. Kugel. Oder das Spiel ist da. Du bist schon mit einer von mir. Ja. Bevor es, ich schreibe das jetzt in Zukunft auf. Jetzt hast du uns gerne von Arbeit Fuß, nicht? Nein, ich kaufe 3 Stück. Da hast du dir auch gekauft. Komm, du musst gerne schon. Okay. Du musst von Arbeit aufhören, wenn du zukommst. Du gehst so. Jennifer, ich kann sehr Fieber. Jetzt weiß, wenn ich heute was bei.
ihre Oma geschaut, fällt und hat Hallo gesagt. Was ist mein Gönner da? Oh ja, war es nichts verdient. Ja, das gebe ich noch, das gebe ich noch einen Tag aus. Und um 6 Uhr ein Battle. Man muss nicht sagen, die Schlagzeile in der vergangenen Woche Lothar Matthäus und seine Tenure. Diese Liebe sorgt für massive Schlagzeile. Müsst ihr aber Medien zahlen oder zahlt die Gemeinde? Ab wann? So ist es schon jetzt. Wohnst du gar nicht drin und musst zahlen? Man wohnt jetzt dabei. Man wohnt dann bei der Ex-Frau. Karin. Du musst, was muss ich dafür machen? Putzen? So. Stepper. Gerade mal 17 und auch Schülerin ist, wird in der Öffentlichkeit heiß diskutiert. Ist Lothar ein Giftmäulchen, eine Minderjährige verführt hat oder einfach nur ein Mann, der sich ohne Schilling verliebt hat? Diesmal eben in eine, die 24 Jahre älter ist. Klaus Brollmann ist ein enger Vertrauter Julias, arbeitet mit ihr zusammen in einer Eventagentur. Weil das Mädchen so seit Urlaub bei ihrer Oma in Kiew macht, spricht er für sie. Der Freund sagt, für Julia spielt es überhaupt keine Rolle, dass sie noch ein Teenie ist und Lothar mit seinen 41 ihr Vater sein könnte. Wie viel Lothar? Lothar Matthäus. Wie alt ist die? 20? 70. Und die Patrizia war 17. Bis er bei mir hergefallen ist. Mit steigendem Alter hat Lothar Matthäus zunehmend Appetit auf jüngere Partnerinnen. Nach seiner Beziehung mit der 17 Jahre jüngeren Marke folgte eine Affäre mit Uli Träger, 25, die im Umbau der ganzen Republik zeigte, was Lothar unter anderem gefällt. Und jetzt hat er eben die Schülerin, Matthäus moralisch in Frage zu stellen, zumal seine älteste Tochter nur wenige Monate jünger ist als seine neueste Affäre. Solche Schlagzeilen über sein Liebesleben machen es ihm schwer. Mit dem, weiß ich nicht. Das Feinste auch macht eine Kugel. Wenn welche überbleiben, die soll es uns bringen. Persönlich macht die Schlagzeile eigentlich weniger aus. Dann wäre es so, wir haben Dinge, die mich stören. Die werden natürlich auch angesprochen, was natürlich nicht angenehm ist. Und zweitens auch, das ist das Mädchen, diese junge Frau oder wie auch immer. Ja, kommt auch, Sie wissen, auch, Sie auch auf einmal in ein Leben, was ganz der Wahrheit entspricht. Und sie hat vielleicht auch ein Umfeld. Und da habe ich nämlich Scheine geholt und da habe ich die Scheine mitgenommen. Ich habe so probiert, wenn sie nicht schaffen oder du schaffst es. Also, es ist eine schwierige Situation, aber um eine Frau auch kennenzulernen, muss man sich eben auch mal irgendwo in der Öffentlichkeit bewegen. Was es auslösen kann, wenn ein junges Mädchen einen viel älteren Mann liebt, der noch dazu ein großer Star ist. Dies zu erfahren hat die Engländerin Mandy Smith fast das Leben gekostet. Mit 13 lernte Mandy den 34 Jahre älteren Bill Wyman, den Bassisten der Rolling Stones, kennen. Als die Affäre ans Licht kam, war das ein riesiger Skandal. Der Star traute es doch schließlich mit einem Kind, hieß es. Trotzdem heirateten die beiden 1989, als sie 19 war. Nach knapp 4 Jahren zerbrach die Ehe, weil er ständig Affären hatte, sie das aushalten konnte. Mandy wurde magersüchtig, wog nur noch 35 Kilo und starb fast. Die Kindfrau trennte sich von dem viel älteren Mann, als sie sich mit zunehmendem Alter zu einer Persönlichkeit entwickelte. Ja, ich war erwachsen geworden und er hatte keine Kontrolle mehr über mich, weil ich mein Leben endlich selbst in die Hand nehmen konnte. Und ich hatte keine Lust mehr, mir irgendwas von ihm gefallen zu lassen, sei es wegen, dass er mir ständig Ärger machte oder mit anderen Frauen etwas anfing. Mit 23 ließen sie scheiden, auch wenn sie fast noch ein Kind war, als alles anfing. Sie bereut nichts.
Moralische Bedenken hat sie bis heute.